Genau, Super. 200, oder? Wie war das? 270. Kommt vielleicht noch ein paar. Ja. Da kommt die Ja, immer schon Viertelstunde. stimmt. Man hat auch häufig so ungefähr die Hälfte derjenigen, die sich angemeldet haben, die dann wirklich drin sind. Aber jetzt höre ich mich auf jeden Fall schon mal doppelt. Ich glaube, ihr hört mich noch nicht doppelt. Nein. Aber jetzt ist auf Facebook auf jeden Fall auch auf der Vermögensakademie der Livestream. Das heißt, jetzt seid ihr auch live auf der Vermögensakademie im Internet. Und jetzt fangen wir tatsächlich auch einfach mal an. Erstmal möchte ich ganz, ganz herzlich alle begrüßen, die dabei sind. Ich freue mich riesig, dass meine Experten mit dabei sind. Ich stelle sie euch auch gleich gerne nochmal einzeln vor. Ich freue mich auch über jeden Zuschauer, der hier dabei ist und der beim heutigen Finanztalk mitmacht. Das ist ein Format, was wir jetzt hier in genau dieser Runde alle 8 Wochen immer am Montagabend um 19 Uhr starten wollen. Und es geht darum, euch einfach richtig viel Finanzkompetenz zu vermitteln. Und ich habe hier 5 wirklich wahnsinnig kompetente, großartige Finanzexperten für euch zusammengeholt und finde es wirklich extrem spannend und klasse, das mit denen gemeinsam hier für euch anbieten zu können. Dafür auch nochmal von meiner Seite ganz, ganz herzlichen Dank, dass ihr das möglich macht, dass dieser Finanztalk hier so geschehen kann. Ohne euch würde ich das überhaupt gar nicht auf die Beine stellen können. Von daher toll, dass ihr hier seid. Vielen Dank auch an die Zuschauer, dass ihr dabei seid. Und ich habe gerade schon gesagt, die ersten 30 Minuten gibt es jetzt hier so ein Fachgespräch unter den Experten zu einem bestimmten Thema. Heute starten wir mal direkt, wer will sich anders denken mit dem Thema passives Einkommen? Und danach habt ihr 30 Minuten Zeit, über die Chatfunktion eure Fragen an die Experten zu stellen, sodass ihr auch richtig viel an Wissen für euch mit rausnehmen könnt. Insofern sage ich jetzt einfach mal Bühne frei und gebe so die erste. Und nein, erstmal stelle ich jetzt mal meine Experten vor, bevor ich sage Bühne frei. Wir fangen natürlich mit den Damen an. Da haben wir die liebe Annette Weiß. Annette Weiß ist Honorarberaterin, Finanzcoach und ihr Steckenpferd ist das Thema finanzielle Bildung. Und sie ja, zeigt den Leuten, was wichtig ist beim Thema Finanzen und wie sie Finanzen verstehen können. Ich mache es jetzt nur ganz kurz, damit wir auch alle Zeit haben, um darüber zu sprechen. Dann haben wir die liebe Natascha. Natascha ist selber äußerst erfolgreiche Unternehmerin und hat nach ihren ersten, sagen wir mal, Fehlstarts im Bereich der Finanzen entschieden, ich muss das Ding selber in die Hand nehmen und gefunden, es gibt nichts für Frauen da draußen und entschieden, das werde ich ändern. Denn auch Frauen brauchen vielleicht sogar noch viel mehr als Männer finanzielle Bildung. Also ähnlich wie Annette, aber Natascha ist dazu vor allem jetzt nicht als Finanzcoach, sondern hat einen wunderbaren Blog. Madame Moneypenny ist da unterwegs und vermittelt quasi über ihren Blog und auch über ihre E-Books und auch über Seminare auch ganz, ganz viel Finanzwissen. Dann haben wir dabei den lieben Lars. Lars ist unser Lars Wrobbel, unser Experte für Peer-to-Peer-Kredite und hat auch einen Blog Passives Einkommen mit Peer-to-Peer-Krediten und macht aber auch nicht nur das. Aber das verrät er euch dann vielleicht auch irgendwann selber, was er alles Spannendes macht. Lars bespielt nämlich eine ganz breite Klaviatur von verschiedenen Instrumenten für passives Einkommen und hat ein ganz großes Spektrum, was er macht. Aber sein Steckenpferd sind vor allem die Peer-to-Peer-Kredite. Dann haben wir den lieben Louis dabei. Louis Guten hat auch Abend. einen guten Abend, einen sehr spannenden Blog. Und bei Louis geht es vor allem um das Thema Hochdividendenwerte, wie man sich mit Hochdividendenwerten ein passives Einkommen aufbauen kann. Was das ist, hat er auch bei uns im Interview schon verraten und auch hinterher noch in dem vertiefenden Workshop noch einiges dazu erzählt. Und wird da seine Expertise aus diesem Bereich noch mit reinbringen, und ist aber auch wirklich schon ganz lange in dem ganzen Bereich Börse unterwegs, hat also auch unglaublich viel Erfahrung, die er da noch mit reinbringen wird. Und der liebe Vincent gehört auch noch mit in die Hallo. Riege der äußerst erfolgreichen Finanzblogger und hat den Blog Freaky Finance, über den wir auch passend zum Kongress die Blogparade über passives Einkommen haben laufen lassen und kennt sich selber auch mit den ganzen Anlageinstrumenten sehr gut aus, schreibt da schon seit einer langen Zeit drüber und steckt also auch richtig tief im Thema, ist selbst auch mit seinen Finanzen da, wo andere erst hinwollen und hat also deswegen nicht nur theoretische, sondern auch praktische Ahnung und insofern grandios, euch jetzt hier zu haben und mit euch zum Thema passives Einkommen loszulegen.
Juhu! Lass die Korken knallen. Und ich würde jetzt tatsächlich auch einfach mal reingeben und würde mal sagen, was versteht ihr denn so unter passivem Einkommen? Was verwendet ihr für Instrumente? Und was denkt ihr, ist wirklich das Top-Instrument, euer Geheimtipp für passives Einkommen? Na Lars, hau rein, du Experte. Ja, also ich glaube, passives Einkommen wird oft falsch verstanden. Das wird ja erst irgendwann passiv, wenn man sehr, sehr viel dafür tut. So war es zumindest bei mir. Ich weiß nicht, ob es woanders anders ist, aber auf jeden Fall muss man da ein bisschen aufpassen, dass man halt das nicht falsch versteht und halt sich auch ordentlich auf den Hintern setzt, um das überhaupt erstmal zu erreichen, womit auch immer. Das hast du sehr schön gesagt, Lars. Ich glaube nämlich auch, dass da hier und da mal ein Missverständnis geschieht, denn passives Einkommen ist kein geschenktes Geld. Also es geht nicht darum, irgendwie Geld regen und man muss nichts dafür tun. Ganz im Gegenteil, und das kann ich ja auch sagen. Und Lars wird ja bestimmt später auch nochmal erzählen, wie viel er da so an Aufwand in welche Instrumente gesteckt hat. Bei mir ist ja genau das Gleiche. Mit dem ganzen Unternehmertum-Quatsch und auch der Blog und die verschiedenen Instrumente dahinter, also E-Books, Affiliate-Programme und so weiter. Genau, und passives Einkommen ist für mich eigentlich hauptsächlich dadurch gegeben, wenn man ja seinen Zeiteinsatz und das Einkommen entkoppelt. Also wenn ich nicht pro Stunde bezahlt werde oder pro Monat, in dem ich in einem Büro sitze, sondern so, dass ich meine Einkünfte selber steuern kann und dafür nicht unbedingt im Büro sitzen muss oder im Krankenhaus sein muss oder wie auch immer. Wenn ich mal einhaken darf, ist das wirklich dann schon in dem Sinne passiv? Also passiv ist natürlich für mich auch, wo der Arbeitseinsatz selber sehr, sehr bescheiden ausfällt. Weil ich kann natürlich meine Arbeit von dem entsprechenden Entgelt entkoppeln, aber trotzdem sehr viel oder genötigt sein, sehr viel dafür zu tun. Ja, dann erfüllt das aber meines Erachtens nicht so ganz das Passivkriterium, weil ich ja schon ein Stück weit oder nach meiner Definition jedenfalls das Ziel habe, ja, auch selber überhaupt nicht mehr sehr viel Input ja, einbringen zu müssen. Also wenn ich viel Input einbringen muss, aber trotzdem überproportional viel oder unabhängig davon sehr viel Einnahmen habe, ist das zwar entkoppelt, aber eben nicht passiv. Also passiv ist eigentlich für mich zwei Sachen. Also einerseits, dass ich es tatsächlich entkoppelt habe, aber andererseits, dass der Arbeitseinsatz, kann man sich natürlich gerade streiten, was viel ist und was wenig, aber relativ gering ist. Ja, das heißt, ich habe klassische Instrumente, klar, bei P2P-Krediten beispielsweise hält er sich in Grenzen, bei Hochdividenden, sage ich immer so die Königsklasse, weil es eben wirklich passiver geht schon gar nicht mehr. Ja, Immobilien, okay, kann ich auch so gestalten, dass ich sehr, sehr wenig Arbeitseinsatz habe, aber bei anderen Modellen, weiß nicht, zum Beispiel im Blog, da werden wahrscheinlich die Kollegen sagen, ja, also so ganz passiv ist das nicht. Da muss ich schon doch erheblich mehr Arbeitseinsatz aufwenden, um dort auch ja, einen konstanten Zahlungsstrom dann eben aufrechtzuerhalten. Das ist wahrscheinlich die Frage, ab wann es dann passiv tatsächlich wird, ne? Also ab wann Genau. quasi die aktive Phase vorbei, also die E-Books zu schreiben und irgendwie den Blog so anzukurbeln oder die Marketingkanäle, welche das auch immer dann sind, dass man dann irgendwann zurücktreten kann und sagen kann, entweder jemand anderes macht es, ja, ist ja auch irgendwie passiv, also ich kann ja, muss ja nicht ich die Blogbeiträge schreiben. Genau, ab wann ist dann quasi die passive Schwelle sozusagen überschritten? Genau, die Schwelle zur Passivität. So ist es. Genau. Aber Luis, wie lang hast du gebraucht, um dir das Wissen anzueignen, von dem du heute dann im Prinzip die Früchte erntest? Wie viel Arbeitseinsatz war das? 20 Jahre. Ja, siehst du, und Ja. das war ja in der Zeit durchaus aktiv, ja. Ja, Und das war sehr aktiv teilweise. das ist ja einfach nicht nur zeitlich entkoppelt im Sinne von, wann mache ich jetzt just was für dieses Business? Für mich ist passives Einkommen letztendlich Business. Und wann bin ich so weit, dass ich einfach nur die Früchte ernten kann? Das ist in unseren Metiers ist das alles vorher angelernt und war da dann sehr aktiv. Also du kannst es dann sowohl von dem Einsatz, den man heute bringt, entkoppeln, als auch von dem, wann hast du das denn alles gelernt? Wie viel Einsatz war das denn? Du fährst jetzt eigentlich nur den Preis ein für die Leistung, die du schon geleistet hast.
Ja, genau. Erst wird gesät und dann wird geerntet. Ne? Und die Kunst, immer. Ja, die Kunst besteht halt nur darin, die Ernte, sag ich mal, so weit zu verstetigen, dass ich nicht mehr jedes Jahr sehen muss. Und deswegen zum Beispiel ist eben passives Einkommen für mich kein Business, nach meiner Definition, nach meinem Dafürhalten, weil Business von busy beschäftigt eben impliziert, dass ich mich wirklich beständig zumindest ja, damit beschäftigen muss oder eben Arbeitseinsatz erbringen muss, der über ja eben die Passivität, über die Passivitätsschwelle hinausgeht. Also wenn ich etwas habe, wo ich wirklich ständig daran oder wo ich permanent arbeiten muss oder dran arbeiten muss, damit die Quelle nicht versiegt, dann ist das mein Dafürhalten ein Stück weit von der Passivität weg. Du kannst doch deine Depots nicht unbeobachtet einfach vor sich hin dümpeln lassen. Ja, aber ich sag mal, wenn ich, ja, das ist natürlich bei der Schwelle der Passivität, das ist natürlich eine Definitionsfrage, aber ich, am Depot nehme ich höchstens zweimal am Jahr eine Änderung vor. Ja. Nachdem ich es einmal einjustiert habe. Das ist schon sehr passiv. Geht das. Das ist schon sehr, sehr passiv. Ich würde auch noch sagen, wenn der Lars beispielsweise einmal im Monat seine Autoinvestoren auf den P2P-Plattformen justiert, ist das auch sehr passiv. Wenn ich eine Eigentumswohnung habe, kann ich ja sogar gegen Entgeltzahlung die Hausverwaltung beauftragen, sich auch um alles zu kümmern, also sprich auch um neue Mietersuche, Ausschreibung, Renovierung, Wohnungsabnahme. Da kann ich mich theoretisch auch auf Weltreise machen und habe damit nichts zu tun, kostet dann halt was, aber ich habe trotzdem immer permanent den Ertrag, ohne dass ich mich drum kümmern muss. Also da ist definitiv auch die Passivitätsschwelle unterschritten. Wenn ich aber natürlich sowas habe wie, ich sage jetzt mal, einen Online-Kongress. Oder einen Online-Kongress, da kann ich den eben nicht einmal installieren und er generiert beständig Ertrag, weil ich muss ja dann periodisch dann doch zusehen, dass ich den bewerbe, dass ich vielleicht den einen oder neuen interessanten Referenten mit dazu hole, dass ich Aktivitäten entfalte, ja, die dafür sorgen, dass. Ja, dass ich damit auch wieder Einkommen generiere. Ne? Also. Definitiv, ja. Wahrscheinlich ist da Outsourcing auch ein großes Thema. Ne? Also, wer muss es letztendlich dann machen? Genau, wer muss es machen? Ne? Das ja, aber es gibt natürlich auch passive Einkommensquellen, die wir jetzt auch gar nicht erörtert haben. Ne? Ich meine, der eine andere profitiert ja auch von solchen Kindergeld. Ich meine, da hält sich der Arbeitseinsatz auch erstmal in Grenzen. aber. Nein. Ja, nur zur Erschließung der Einkommensquelle. Das kommt jetzt auch drauf an, würde ich sagen. Ja. Ja, also, aber ich meine, letztendlich ist aber Kindergeld ja auch eine Form des passiven Einkommens. Das ist ja auch entkoppelt dann letztendlich. Nein, das ist nicht entkoppelt. Vergiss das. Nee, das ist auch. Das ist einfach. Grundsatzdiskussion. Du kannst die Kinder ja nicht jemand anderem geben, um sie zu erziehen, dann bist du auch nicht mehr kindergeldberechtigt. Also vergiss das. Passt nicht. Stimmt, der Einwand ist berechtigt. Ja. Danke. Und aber wenn ich. Ich wollte noch mal kurz bei den Wohnungen einhaken, weil da ist es so ähnlich. Auch wenn man das zwar der Verwaltung geben kann, aber am Ende, wenn irgendwelche großen Entscheidungen anstehen, rufen die dich ja trotzdem an und fragen, was jetzt? Also am Ende habe ich die Erfahrung gemacht, klar, Kleinigkeiten wie Abrechnung und was weiß ich mal, einen neuen Schlüssel, das ist alles ganz nice, aber die großen Entscheidungen, die bleiben am Ende doch an dir hängen. Klar, du kannst auf Weltreise sein und kannst trotzdem telefonieren, das geht schon alles, aber irgendwie ist das dann auch teilweise nervig, wenn die anrufen und dann denke ich mir teilweise immer, ja gut, dann kann ich auch mich komplett drum kümmern, wenn ich die richtigen Entscheidungen am Ende selber fällen muss. So, das ist halt die Erfahrung, die ich gemacht habe. Naja gut, kommt natürlich aufs Objekt an. Ne? Es gibt ja Objekte, wenn es eine Eigentümergemeinschaft ist, weiß ich nicht, mit 10 Eigentümern. Also habe ich auch schon erlebt, dass ja traditionell bestimmte Eigentümer nie auf diesen Versammlungen auftauchen, auch nie abstimmen, weil es ihnen halt letztendlich egal ist. Ne? Das ist ja, also, ja, ja das hängt aber dann tatsächlich noch an einem Faktor, und zwar an deinen Mietern. Wenn du seit 20 Jahren den einen selben Mieter drin hast, der sich nie darüber beschwert, nie ein neues Bad will, dem sein Rollladen schon seit 4 Jahren kaputt ist und das interessiert ihn nicht. Ja? Also ein Messi-Mieter, ja. Auch das? Wenn der die nicht runterkommen lässt, ja, und keine, und dann kann auch die eigenverwaltete oder auch die weggegebene Wohnung
unglaublich wenig Arbeit machen. Das Problem ist, wenn du nur eine Eigentumswohnung hast oder nur ein Objekt halt hast und gibst das in die Verwaltung, dann wird die Verwaltung so teuer, dass sich das Objekt nicht mehr rentiert. Das ist Quatsch. Wenn du aber dann 5, 6, 7, was weiß ich, 40, 50, 60 Einheiten hast, wo es dann halt auch schwierig wird, das alleine zu managen, weil du ja nicht nur solche pflegeleichten Mieter hast, dann wird es zum Unternehmertum, wenn du das selbst managst. Und dann ja, das stimmt. Dann das brauchst ist richtig. Du Hilfe. Ja? Dann ist das wie ein Block. Das ist dann, ja auch das ist dann, Business. Das ist dann, ja. Genau. Ja. Samstags abends mein Wasserhahn tropft. Ja, genau. Ja. Oder du nimmst dann 10.000 Wohneinheiten, bündelst die in einem Hochdividendenwert, erwirbst sie über die Börse, legst sie ins Depot und fasst sie nicht mehr an. Geht auch. Dann kaufe ich es über den ETF. Ja. Und apropos ETF, haut doch mal raus, was von jedem von euch so die absolute Lieblingsquelle für passives Einkommen ist. Wo sagt denn jeder von euch, das ist mein absoluter Geheimtipp und meine Strategie Nummer 1, um passives Einkommen zu generieren? Langlaufende, vollkommen unkomplizierte Mieter. Gibt es aber nur im Prozentbereich. Und ansonsten ETF-Depots. Mhm. Okay. Ja, gut. Bei mir ist relativ klar, ich kann jetzt auch nichts anderes sagen, als Hochdividendenwerte. Und hier muss ich natürlich sagen, ein weltweit diversifiziertes Depot, also diversifiziert bezüglich Ländern und Instrumenten. Es gibt ja verschiedene Hochdividendeninstrumente und ja, das wäre mein Favorit. Also bei mir fallen da die Wohnungen leider meist auch raus. Das liegt aber auch bei mir auch am Standort. Also da muss man schon viel alleine machen, weil wenn ich da noch den Verwalter bezahle, dann habe ich nichts mehr über. Und von daher auch eher Wertpapiere. Das ist noch ein bisschen pflegeleichter, wenn man da lange dabei ist und eine gute Auswahl getroffen hat. Dann kommen da schon ganz gut Dividenden zusammen, ohne dass man jetzt allzu viel machen muss. Selbst die P2P-Kredite, wo ich ja auch, wie der Lars, auch viel dabei bin. Aber da muss man auch immer gucken, dass alles investiert ist und irgendwelche Autoinvestoren nachstellen. Und dann hat der eine gerade wieder keine Kredite verfügbar, dann musste umschichten und so. Das ist alles irgendwie Arbeit, ne? Ja, aber von daher sehe ich, ich bin da ja auch mal so ein bisschen kritisch mit diesem Begriff passives Einkommen. Das hatten wir ja auch schon während der Blogparade schön zwei Lager da aufgeteilt. Fand ich sehr spannend auf jeden Fall auch. Ja, also auch diese Geschichte mit dem vorgelagerten Arbeiten, also dass du, Luis, genau wie ich jetzt 20 Jahre erstmal gebraucht haben, um uns dieses Wissen und das Kapital, was wir da reinstecken, um Erträge zu generieren, das musste man sich ja erstmal erarbeiten und das nicht zu knapp. Also ich habe in den 20 oder 25 Jahren, die ich jetzt arbeite, so viel gearbeitet wie wahrscheinlich ein 60-Jähriger und dann kommt das irgendwie aufs Gleiche bei raus. Und viel Lehrgeld bezahlt, darf man auch nicht vergessen. Das habe ich auch, ja, auf jeden Fall. Kann ich gar nicht beziffern, wie hoch das ist. Ja. Könnte ich nicht. Das macht ja richtig Hoffnung. Ja, trotzdem. Ich glaube, wenn ich überhaupt, also eine Empfehlung wäre tatsächlich, sich wirklich in jungen Jahren auf eine Strategie festzulegen und die dann möglichst lange durchzuziehen, weil ich glaube, so die ersten 10 Jahre, was mich richtig Geld gekostet hat, waren häufige Strategiewechsel, ja, wo man das probiert hat und nee, und das ist noch besser. Und der Vorteil war bei mir natürlich, dass viel in den großen Börsenboom der 90er Jahre, ja, da wurde das im Prinzip von den Kursnotizen, die ja dann doch recht positiv waren, übertüncht, ja, aber letztendlich war das schon vermutlich unterm Strich sehr, sehr viel Verschleiß, ja, der da mit dabei war und bis man das Ganze dann so justiert hat, dass man da irgendwie seinen Seelenfrieden gefunden hat. Und ich glaube, je früher man den hat, desto besser. Aber was meinst du genau mit Strategiewechsel? Meinst du verschiedene Assetklassen durchprobieren und sowas? Oder was meinst du genau mit Strategie? Ja, ich bin ja nicht auf die Welt gekommen und das erste Buch, was mir in die Hand gefallen war, hier über Hochdividendenwerte, sondern man probiert sich ja aus. Ich meine,
das erste Wertpapier, was ich gekauft habe, weiß ich noch, das war die Bayer AG-Anteile. Warum? Weil eine Cousine meiner Mutter, die ich sehr mochte, bei Bayer gearbeitet hat. Und deswegen dachte ich, wäre es ein gutes Wertpapier. Ja. Ich bin ja froh, dass ich bei Karstadt war. Ja, ja, aber ich meine, du musst ja... Keiner fängt ja, also ich kenne niemanden, der wirklich anfängt und dann mit einer wirklich komplett durchdachten Strategie und die dann einfach so durchzieht, sondern das ist ja ein Entwicklungsprozess, der sich eben im Laufe der Jahre so ergeben hat. Und ja, und dieser Entwicklungsprozess ja, kostet letztendlich Geld. Ne? Ja, aber das gehört doch auch dazu. Ja. Du weißt doch nicht von Anfang an, wo du hin willst. Und ich meine, das ist ja unter anderem ein Grund, warum wir alle öffentlich sind und alle öffentlich arbeiten. Wir könnten das auch für uns selber machen und es für uns behalten. Ja? Dass man es öffentlich macht, dass man halt eben vielleicht keine 10 Jahre braucht, sondern vielleicht eben nur 3. Ja? Aber dass man mit 18, 19, 20 schon irgendwie weiß, welche Strategie man mal fahren will. Hallo, da weiß ich nicht mal, ob ich Kinder haben will oder nicht, oder ob ich ein Haus will oder nicht, oder was ich überhaupt will, weiß ich nicht. Wie soll ich mich denn da für eine Vermögensstrategie entscheiden? Und das Lehrgeld, das ist richtig, gehört auf der anderen Seite für meines Erachtens auch dazu. Ich habe mal, also für meine Begriffe fand ich das knackig, Lehrgeld in einem Nachmittag bezahlt, in dem ich Knockouts gekauft habe. Also ich habe natürlich Knockouts gehandelt und gemacht und getan und fand das hochspannend und hochklasse, das Thema. Und dann hatte mich eine Freundin gefragt, ob ich ihre Trauzeugin sein will und ob ich jetzt bitte schön mit ihr in die Stadt gehe, diese Klamotten kaufen. Ja? Und ich hatte für mittags um 3 oder was, war Termin, wo ich diese Knockouts, jetzt eine Entscheidung hätte treffen sollen, stehe mit der guten Frau in dieser Einkaufspassage, wäre auch ordentlich rausgekommen, kam eine Bombendrohung. Ja? Wir sind aus diesem Ding nicht mehr rausgekommen. Meine 4.000 Euro waren innerhalb von Sekunden verschwunden, komplett weg. Ja. Nee, die hatte nur jemand anders. Ich verschwinde nicht. Ja. Und das Schlimmste dabei war, das war nicht mal das Geld, das Schlimmste dabei war, dass ich dieser Freundin, die mich als Trauzeugin mir die Ehre dazu gegeben hat, ja, dass ich der insgeheim sauer war, dass ich mit der habe in der Stadt rumlaufen müssen und jetzt deswegen 4.000 Euro und blablabla, Quatsch. Ja? Vollkommener Unsinn. Das war für mich der Punkt, zu sagen, nie wieder, dieses Geschäft ist nicht meins. Das ist das. Ja, ich kann das, ja, ich könnte damit auch richtig Geld verdienen, aber das ist eine Art Geschäft, mit der ich für mich, mit meinem Leben nicht klarkomme. Und sowas weißt du erst, wenn du damit auf die Schnauze gefallen bist. Vorher weißt du es nicht. Ja, das ist richtig, aber... Kann ja auch von anderen lernen. Genau, das ist der Punkt. Da muss ich alles selber. Genau. Dann kommt wieder selber die Zeiten. Ja. Das ist natürlich heutzutage, habe ich natürlich eine, also ich meine, als ich angefangen habe, da gab es ja jetzt eigentlich nur Bücher, ja. Ich meine, sonst gab es ja, oder Tageszeitung vielleicht, ja, die FAZ, da war ja so ein dicker Börsenteil dabei. Aber da gab es ja keine Internetkanäle oder keine Blogs und keine Vermögensakademie, Online-Kongresse, also diese vielfältigen Möglichkeiten, die gab es ja damals gar nicht. Ne? Und heute habe ich ja die Möglichkeit, wirklich mit relativ geringem Geldaufwand, mit ein bisschen Zeitaufwand, wirklich eine ganz breite Palette an Möglichkeiten, ja, kennenzulernen und dann eben für mich dann rauszupicken, was eben zu meinem Typ passt, oder herauszufinden, was zu meinem Typ passt. Ne? Also der Lernprozess ist, glaube ich, wesentlich komprimierter heutzutage, als das eben vor 20 Jahren war. Wobei vor 20 Jahren gab es natürlich auch Vorteile, also oder die Tatsache, dass es kein Online-Banking gab, hat ja auch Vorteile gehabt. Ne? Also ne? Das hat tatsächlich den Aktionismus doch etwas gehemmt, wenn man jedes Mal zur Bankfiliale hin musste, um dann hier eine Order, die dann doch wirklich zu unterschreiben und dann papiermäßig dann an den Bankberater zu geben. Ne? Mhm. Also, aber sag doch noch mal bitte, was jetzt genau der Vorteil ist, jetzt speziell auf eine bestimmte Strategie dann abzufahren, weil man da dann absolut das Wissen vertiefen kann oder so. Weil bei mir ist ja zum Beispiel so, ich tanze ja so auf so vielen Hochzeiten, das macht das wahrscheinlich auch ein bisschen aktiver, deswegen freue ich mich mit diesem Passiven noch nicht so an. Aber ich finde, diese Diversifikation, zumindest ab einem bestimmten
Vermögen dann auch wichtig irgendwie, ne? Falls jetzt deine Hochdividenden da jetzt doch mal irgendwie schief gehen, keine Ahnung, dann ist dann Holland in Not oder wie läuft das? Oder bist du da so hundertprozentig von überzeugt, dass das jetzt das Ding ist und das haut für immer hin? Stopp, also ich meine, die Eva hat ja nur gefragt, was meine Lieblings- oder was mein Lieblingsinstrument ist. Ich bin natürlich nicht so wahnsinnig. Alles, was ich habe, plus meine Kreditwürdigkeit, ja, in Hochdividendenwerte zu investieren. Nee, weil du meintest, dass man sich zu einer Strategie dann irgendwie hinentwickeln sollte. Das hattest du doch so gesagt. Nee, gut, nein, also ich meinte jetzt, das war jetzt natürlich verengt auf Börsenaktivitäten, ja, aber ich gibt natürlich eine Vielzahl an Ansätzen. Ich kann, weiß ich nicht, Wachstumswerte, nach Wachstumswerten gehen, Analysen, ich kann Charttechnik einsetzen, ich kann Fundamentalanalyse machen. Es gibt ja, weiß ich nicht, wie viel 100 Strategien verschiedene es gibt, um eben ja, Gewinne an der Börse zu machen. Und natürlich, wenn ich mich da austeste, dann ist das natürlich, also in diesem Börsenbereich, ich meine jetzt nur diesen Börsenbereich, okay, ist das natürlich teuer, ne? Weil ich dann natürlich sehr hohe Transaktionskosten habe, weil hin und her macht Tasche leer, weil ich natürlich hohe Umschichtungen habe, wenn ich sage, naja, jetzt probiere ich erstmal ein Jahr lang oder zwei oder drei Jahre lang, probiere ich mal, weiß ich nicht, so eine Ten-Bagger-Strategie, indem ich wirklich hier so Penny-Stocks identifiziere, die massive Wachstumschancen haben. Und dann sage ich, nee, jetzt probiere ich doch lieber mal hier Dog-of-the-Dow-Ansatz, ja, hier die Dividendenkönige in irgendeinem Index. Und nee, dann passt das auch nicht. Jetzt gehe ich mal nach irgendeiner anderen Strategie. Ein Stück weit war das so, also zumindest in meinem Fall, und dass man sich da ein bisschen ausprobiert hat und dann, das kostet natürlich. Ne? Und zum Beispiel halt im Bereich der P2P-Plattform habe ich natürlich sowas nicht, weil ich ja da kostenneutral operieren kann. Ich habe da, oder weitestgehend zum Beispiel, keine Transaktionskosten. Ne? Da ist natürlich was anderes. Von Immobilien natürlich, das wäre natürlich völlig fatal, wenn ich dann fange, hin und her zu kaufen und verkaufen, in aller Regel. Ja, aber jetzt auf die Börse bezogen, ist halt dieser Lernprozess teuer. Die Selbstfindung. Das ja, okay, also war auf, ist okay. Auf die Strategie war auf Börse bezogen, das hatte ich nicht genau verstanden. Genau, ja, war auch Börse und auch natürlich im Bereich eher riskanterer Titel, wenn ich natürlich irgendeine Bundesanleihenstrategie fahre, die meine ich jetzt nicht. Ne? Also ich meine jetzt wirklich mit eher tendenziell riskanterem Wertpapier. Ihr seht jetzt auch irgendwie alle so aus, als hättet ihr genau verstanden, wovon Louis gesprochen hat. Ich habe keine Lust mehr. Aber jetzt will ich noch auf jeden Fall, weil wir nur noch 4 Minuten haben, bis wir die Fragerunde aufmachen, von Natascha und von Lars auch noch wissen, was so ihre Lieblingsstrategie für passives Einkommen ist. Also ich glaube, wir hatten es ja eigentlich gerade schon angesprochen, woher kommt denn erstmal das Kapital, dass ich dann irgendwann von den Gewinnen von meiner Kapitalanlage leben kann? Also in der Phase befinde ich mich ja auch tatsächlich und wahrscheinlich viele der Teilnehmer auch. Also woher kommt erstmal die Kohle? So, und das mache ich halt durch verschiedene Einkommensströme, also einmal mein Unternehmen WG-Suche, dann diese Madame Moneypenny, da kommt mittlerweile auch ein, zwei Groschen bei rum. Genau, aber dann ist das Ziel tatsächlich, also jetzt die Kohle dafür zu machen, dann in ETFs zu packen und davon dann eigentlich leben zu können. So. Mhm. Natürlich versuche ich hier und da in den beiden Strängen auch schon outzusourcen. Also ich glaube, sonst könnte ich auch nicht beides parallel machen. Und ich glaube, das Thema Outsourcing ist eine gute Überleitung zu Lars. Meinst du? Ja, meine ich. Lars uns verraten will. Ja, mein Lieblingsinstrument ist nichts, was mit Finanzen eigentlich zu tun hat, sondern, also es sind nicht Peer-to-Peer-Kredite, sondern es sind Bücher. Ich habe mein erstes Buch 2013 geschrieben und das verdient heute tatsächlich viel mehr Geld, als es damals verdient hat. Und auch die weiteren Bücher, desto älter sie werden, desto besser verdienen sie eigentlich. Und da kann man den Grad der Passivität eigentlich selbst bestimmen. Man kann sie natürlich selber schreiben, man kann sie schreiben lassen. Da gibt es tausende von Möglichkeiten. Das ist eigentlich tatsächlich mein Lieblingsinstrument. Cool. Willst du mal ganz kurz erzählen, wie man es macht? Wie man ein Buch schreibt oder wie man es outsourced? Wie man damit reich wird, Lars. Wie man damit Geld verdient, wie es passiv wird. Schnell, über Nacht, morgen. Ja, schnell wird das, glaube ich, nichts. Also man muss natürlich erstmal ein Thema haben, das irgendwen interessiert und über das man schreiben möchte oder über das man schreiben lassen möchte. Und es dann
auf dem größtmöglichen Platz, Marktplatz platzieren. Und das ist momentan halt einfach Amazon. Und ja, das Buch dann entsprechend bewerben. Natürlich genaue Tricks werde ich jetzt hier nicht sagen, weil es halt auch jetzt kein Gebiet, womit ich jetzt in der Öffentlichkeit mitstehe, sondern das sind die Peer-to-Peer-Kredite. Aber es ist halt auf jeden Fall mein Lieblingsgebiet oder mein Lieblingsinstrument. Aber jetzt muss ich jetzt echt mal fragen. Ja. Bücher haben für mich was ganz Persönliches. Also genauso wenig, wie ich meine Blogartikel schreiben lassen kann, könnte ich mir auch vorstellen, mir ein Buch schreiben zu lassen. Mhm. Weil, nein, das kann ich mir gar nicht. Geht das wirklich? Ist das dann noch mein Buch oder ist das dann einfach nur irgendein Produkt? Am Ende ist es ein Produkt, aber es ist natürlich dein Produkt. Also du kannst die Rechte an dich abtreten lassen und dann ist es am Ende dein Buch. Ja, richtig. Das geht. Obwohl da nicht meine Sprache drinsteht? Ja, klar. Aber du gibst ja den Inhalt vor. Es gibt ja auch Ghostwriter. Also wer schreibt sein Buch schon noch so? Ja, aber die können das ja auch nicht. Was? Stell dir mal vor, Donald Trump wird seine Memoiren selber schreiben. Ja, aber steht dann trotzdem Donald Trump drauf. Und danach steht halt auch Lars drauf. Ist doch. Ja, nee, also die Bücher, da muss ich ein bisschen unterscheiden, nicht, dass hier Gerüchte aufkommen. Also die Bücher, wo mein Name draufsteht, die habe ich tatsächlich auch geschrieben. Nicht, dass jetzt jemand denkt, hier mein... Mein aber man kann ja auch Bücher verkaufen, wo nicht der eigene Name draufsteht. Das ist was anderes. Das ist kein Problem. Das ist okay. Ganz genau. Okay, das sind also Bücher, da steht nicht dein Name drauf. Und du stehst da nicht als Autor drauf, sondern irgendwer anders steht da drauf. Hm, richtig, das sind ganz normale Pseudonyme quasi. Und so. Ah. Ja, das ist was anderes. Da, alles gut. Ja, sehr cool. Das heißt, also es gibt dir jetzt auch nochmal einen Blick über den reinen Finanzsuppentopf hinaus in ein Thema Bücher. Finde ich super spannend. Und ich läute jetzt auch einfach mal an der großen Uhr und sage, jeder, der mag, wir reden einfach weiter, kann aber ab jetzt auch sehr, sehr gerne in den Chat einfach seine Fragen reinschreiben. Thomas hat auch gerade schon geschrieben, dass eine Hochdividendenstrategie eine aktive Strategie aus seiner Sicht ist und ein Wertportfolio bei alle Assetklassen passiv und diversifiziert und dass alle aktive Strategien an den Kosten dafür scheitern. Also eine Frage noch, weil ich die auch zwischendurch gesehen hatte, weil irgendjemand genug Mass hatte, ich hätte keine Kinder. Also ich hab schon zwei Stück, das ist richtig. Aber die sind natürlich für mich ein steter Quell der Freude. Und von daher ist das Einkommen, was ja unabhängig davon, dass sie existieren, erstmal fließt. für mich, ja, wie soll ich sagen, in gewisser Weise passiv. Aber das ist was Persönliches. Ich hätte schon vermutet, ich hätte vermutet, dass Louis seine Kinder outsourced und. Nee, naja. Das würde ich nie machen. Einen anderen Namen draufschreibt. Also heute sind sie im Nachbarzimmer outgesourced und schätzen ja auch Ninjago, genauso wie dein Sohn, glaube ich. Ah, ja. Das ist immer ein gute Beruhigungspille da. Ja, also zur anderen Sache. Ich meine, es ist natürlich die Frage, was ist eine aktive, was ist eine passive Strategie? Also ich meine, wenn jemand automatisiert oder ein ETF-Weltportfolio anlegt, ist das gemeinhin als passive Strategie angesehen. Wenn ich dasselbe mit Hochdividendenwerte mache, ist es natürlich in dieser Logik auch eine passive Strategie. Es ist ja nicht so, dass ich mit diesen Werten beständig handle. Ich habe ja gesagt, nachdem ich mein Seelenfrieden-Portfolio einmal erstellt habe vor einigen Jahren, nehme ich da wirklich nur, ja, justiere ich da nur ganz, ganz wenig nach. Das heißt, überwiegend werden Mittel, die sich die aufgelaufen sind, reinvestiert. Und ansonsten, und das wie gesagt, alles halbe Jahr, einmal im Januar, einmal im Juli. Und mehr kümmere ich mich darum ja nicht. Und ich weiß nicht, also wenn ein ETF-Portfolio, Weltportfolio passiv sein soll, per Definition, dann ist es ja ein Hochdividendenportfolio, wo ich genauso wenig dran schraube, in Anführungsstrichen, auch genauso passiv. Ich kann natürlich auch, genauso wie ich mit ETFs kann ich mit jedem Wertpapier, kann ich natürlich auch eine aktive Strategie fahren, dass ich sage, ja, diesen Monat kaufe ich, nächsten Monat verkaufe ich es oder in einem Jahr. Aber das ist ja unabhängig erstmal vom Wertpapier, ob es aktiv oder passiv ist, ja, wie ich es ausrichte. Ja. Und natürlich, wenn ich sehr riskante Werte reinpacke, ja, wo ich natürlich hohes Pleiterisiko habe, etc., dann muss ich da vielleicht ein bisschen mehr drauf achten. Aber das mache ich ja gerade nicht. Also ich achte schon drauf auf eine gewisse Bilanzstärke. Ich habe da einen eigenen Punkteplan für mich, dass eine gewisse Solidität der Werte gegeben ist. Das meiste davon sind ja ohnehin auch Sammelanlagen, also keine Einzelwerte. Ja, sodass ich das im Prinzip hoffentlich dereinst an meine Kinder werde vererben können. Das ist zumindest das Ziel. Darf ich dich was fragen auch? Na klar.
Warum Dividendenstrategie? Warum nicht eine andere? Warum keine andere? Mhm. Nein, warum, nicht warum keine andere, sondern warum Dividenden? Ja, das hat damit zu tun, im Jahr 2002, wo ich mich so ein bisschen neu justiert habe, aufgrund, oder damals sind ja ohnehin ist ja die Dotcom-Blase geplatzt, das waren dann so die Ausläufer. Und im Grunde genommen reifte so ein bisschen bei mir die Erkenntnis, dass ich eigentlich keine Lust habe, mich mit klassischen Börsenaktivitäten auseinanderzusetzen. Das heißt, eine klassische Börsenaktivität, das sind Differenzgeschäfte, das heißt günstig einkaufen, teuer verkaufen. Also sprich, alles, was mit Kursgewinn zu tun hatte, hatte ich eigentlich gar keine Lust mehr, sondern ich wollte eigentlich back to the roots, dafür, wofür eigentlich auch Aktien ursprünglich auch mal historisch gesehen mit erfunden wurden, nämlich einen konstanten Zahlungsstrom zu gewährleisten. Und dann habe ich angefangen, mir die Wertpapiere mal so rauszupicken. Bin halt über den kanadischen Markt gestolpert, wo es tatsächlich extra für Rentner entsprechende Wertpapiere gibt, die einen relativ hohen oder einen hohen Anteil vom Cashflow ausschütten, auch monatlich, also tatsächlich ein klassischer Rentenwert. Mhm. Ich fand das Konzept für mich halt eigentlich passend einfach, passte wahrscheinlich auch irgendwie dann zur Zeit, zur Persönlichkeit und bin dann da hängen geblieben. Weil ich dann auch nicht das Problem habe, ich muss mich halt auch nicht mit Käufen und Verkäufen umschlagen. Ich muss mich nicht darüber umschlagen, zu welchem Kurs bin ich eingestiegen, zu welchem steige ich aus. Wie mache ich eine Verrentungsoption? Da kann ja vielleicht Natascha mal was dazu sagen, wenn sie, wie sie das plant, beispielsweise mit ihrem ETF-Portfolio, wenn sie davon, verkauft sie dann Tranchen, wenn sie davon was leben will oder wie sie das handhabt oder weiß nicht, bei dir wahrscheinlich auch. Und ich finde das Modell halt sehr angenehm, weil ich wirklich einen konstanten monatlichen bzw. quartalsweisen Zufluss habe und das Ganze eben verbucht wird wie, wie soll ich sagen, wie ein Zusatzgehalt. Ne? Das fließt dann automatisch zu. Das ist, glaube ich, die Frage, ab wann man dann dieses passive Einkommen haben will. Ne? Also bei mir wäre es zum Beispiel, dass ich investiere jetzt nur in thesaurierende ETFs. Ne? Ich bin ja noch in der Ansparphase. Und klar, wenn ich jetzt sagen würde, nee, ich hätte die Kohle lieber auf dem Konto, weil ich davon leben will, aber das will ich gerade nicht, brauche ich gerade nicht so. Den Luxus gebe ich mir erstmal noch ein bisschen anzusparen. Aber klar, letztendlich, wovon man ja dann lebt, sind ja dann letztendlich im Endeffekt dann doch die Dividenden, also Ausschüttung dieser ETFs. Genau. Ne? Dann ist das ja. X Jahren. Na, oder du kannst sie jetzt verkaufen, klar. Aber ich möchte eigentlich lieber... Wenn ich doch jetzt hingehe und jetzt einen Dividenden-ETF hole, dann hätte ich ja nur, wenn ich einen DIFDAX nehme, hätte ich ja eben die Firmen nicht drin, die zwar trotzdem hochinteressant sind, aber eben keine Dividenden ausschütten. Oder wenig Dividenden ausschütten. Schütte. Ja. Das heißt, ich mach mich ja noch mal ein Stück weit enger. Ich weiß nicht. Und außerdem hab ich ein Problem tatsächlich mit Dividendenwerten. Ja, nun mal, jetzt kommt das Geld auf mein Konto. Jetzt muss ich den Quatsch ja noch mal investieren. Ja? Weil ich will ihn ja halt eben auch nicht verbrauchen. Ich will ja, dass das... Oder in der Regel nicht. Weil ansonsten gehe ich kann das mit einem Thesaurieren oder mit einem normalen Wachstumswert, kann ich doch genauso gut hingehen, wenn ich einmal im Jahr dran gehe oder zweimal im Jahr dran gehe und dann verkaufe ich halt hier mal ein bisschen was und da mal ein bisschen was, halt alles innerhalb meiner Strategie. Und bin nicht auf diese Willkür, wie sie jetzt eben auf der Hauptversammlung beschließen, was sie jetzt eben ausschütten, angewiesen. Und was mir noch ein bisschen Sorgen bei Dividendentiteln macht, ist, viele Unternehmen, die als dividendenstark gelten, sind ja einfach sehr auf ihre Aktionäre ausgerichtet. Ja? Weil was wollen die Aktionäre? Die Aktionäre wollen hohe Dividenden. Und sie machen das dann auch zu Lasten des Geschäftsbetriebs. Guck dir die Deutsche Bank an. So ein Unternehmen will ich nicht. Also jetzt nicht... Ich will nicht die Richtung dieser Unternehmen, kommt nur in diese Richtung. Also ich würde, wenn ich meine Strategie ja so ausrichte, dass ich nur auf die Unternehmen gucke, die möglichst viel aus der Firma rausgeben an die Shareholder,
Und denen die das Unternehmen selbst vielleicht gar nicht so wichtig ist, weil, also natürlich ist ihnen das Unternehmen wichtig, aber du weißt, was ist, was ich meine, ja, ich verspitze das jetzt. Schon klar. Ja, es sind das die Unternehmen, die ich präferiere. Sind mir das die Dividenden wert? Fragezeichen. Thomas, wirfst also, dazu auch noch ganz kurz rein. Ich ergänze das noch, dass Thomas sagt doch gerade, dass in der Ansparphase sind Dividendenausschüttungen doch auch steuerschädlich und die Neuanlage kostet wieder Geld. Jein, also steuerschädlich, ja, das ist klar. Das ist aber, ja gut, also ein großer Teil der Wertpapiere ist natürlich jetzt auch ab mit der neuen Fondsbesteuerung ab 1.1. ja auch dran. Aber unabhängig davon ist richtig, das ist steuerschädlich. Die Wiederanlage kostet Geld, das kommt auf die Gesellschaft an. Es gibt Gesellschaften, die haben Dividenden-Wiederanlagepläne. Dann bezahle ich noch nicht mal eine Börsengebühr, sondern das Geld fließt dann tatsächlich brutto für netto wieder zurück in Anteile. Also das geht auch. Kommt auch auf die Gesellschaft an, gibt solche und solche. Zur Annette, also ich meine, es gibt schlimmeres Schicksal als üppige Dividenden auf dem Konto gutgeschrieben zu bekommen. Ja. Nein, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, aber auf der anderen Seite muss man dir auch ein Stück weit sehen, ist die Dividende natürlich auch fürs Unternehmen oder fürs Management ein Disziplinierungsinstrument. Ja? Also es gibt natürlich auch viele Unternehmen, die keine Dividende ausschütten und trotzdem gegen die Wand gefahren werden, obwohl sie alles reinvestieren können. Gibt's auch, ja. Gibt's auch, ja. Und ich stehe aber, muss ich auch sagen, ein Stück weit auf dem Standpunkt, dass irgendwo Dividende ein Eigentümerlohn ist. Ja, also dass es irgendwie auch ein Anspruch ist, der erfüllt werden muss, weil alles andere hat überhaupt gar keinen Sinn im Rahmen einer unternehmerischen Investition, als irgendwann einen Rückfluss zu haben. Ja, weil ich möchte ja aus einer Investition nicht einen Rückfluss haben. Und damit, und der zweite Vorteil ist natürlich, dass ich eben, wenn ich mir Titel suche, die möglichst langfristig, möglichst konstant das gewährleisten, mir natürlich auch, wie soll ich sagen, eine gewisse Einkommenshöhe erarbeiten kann, die ich natürlich auch monatlich ablesen kann. Ja? Und das habe ich eben, da habe ich natürlich die Schwierigkeit, wenn ich jetzt nur Thesauriere habe, das kann ich schwer ablesen. Ja? Also das kann ich auch schwer einschätzen. Und so habe ich eben eine... Ja. Das kann ich, das sehe ich genauso. Also das geht. Ja. Okay. Und ich finde es, oder ich persönlich würde es wahrscheinlich schwieriger finden, wenn ich jetzt meinetwegen ein ETF-Depot habe mit Thesaurieren, das im Kurs fällt, da zu sagen, okay, jetzt muss ich ja Geld oder jetzt möchte ich Geld rausziehen für mein Einkommen, als wenn Dividendentitel im Kurs fallen und ich aber trotzdem von denen die Ausschüttung bekomme. Warum? Weil der Cashflow trotzdem positiv ist. Ja? Naja. Also selbst in der Krise muss man ja sagen, also wenn man jetzt zum Beispiel die Weltfinanzkrise nimmt, da sind ja selbst die Dividenden immer deutlich weniger stark gefallen als die Kurse. Ja? Das heißt also, ich konnte da immer das Niveau zwar nicht komplett halten, aber es ist zwar auch nicht so derbe wie jetzt der Kursverfall. Und da habe ich zumindest einen etwas verlässlicheren Faktor, wo ich eben das Problem habe, wenn ich bei reinen Thesaurieren, muss ich mir eine andere Strategie zurechtlegen, um mich dann selber auszubezahlen. Und das mag sein, dass für manche Leute ist das super oder legen sie eine Strategie zurecht, aber ich finde die halt für mich sehr vorteilhaft. Deswegen habe ich dich ja gefragt, weil ich gerade wissen wollte, was steckt da hinten dran. Ja. Ja. Ne? Und man muss halt wirklich die disziplinierende Kraft auch sehen, wenn ich als Management gezwungen bin. Warum? Weil es eben Investoren gibt, die eben Wert darauf legen, regelmäßig ausgezahlt zu werden. Dann muss ich mir nochmal überlegen, ob ich dann eben Geld für irgendwelche sinnlosen Fusionen verbrate oder eben für Statusneurosen des Vorstandes oder eben damit vernünftig haushalte. Ja? Also es hat schon einen disziplinierenden Effekt, muss man ganz klar sagen. Thomas schreibt dazu jetzt noch und dann würde ich gerne noch auf eine Frage, die an Lars geht, eingehen. Thomas schreibt noch, die gesamte Rendite eines Weltportfolios ist höher als eines Dividendenportfolios und in einem Crash fallen auch Dividendentitel. Du hast ja gerade schon gesagt, so ein bisschen, du konntest das besser auspuffern in einem Crash mit deinen Titeln. Aber ja, also generell fallen natürlich in einem größeren Crash fallen neben den Kursen selbstverständlich auch die Dividenden, weil wenn es eben konjunkturelle Einflüsse hat, dann sinken natürlich auch die Gewinne, dann sinken die Erträge und nur die wenigsten Firmen sind dann in der Lage, stabil weiter auszuschütten. Aber historisch gesehen kann man Pi mal Daumen sagen, dass Dividenden um den Faktor 2, also nein,
nur halb so stark fallen soll wie die Kurse. Also ich habe da tatsächlich immer eine deutliche Differenz, was ja auch vollkommen logisch ist. Das ist an anderen Märkten ja auch so. Die Immobilienpreise schwanken auch immer stärker als die entsprechenden Mieten, weil da eben das spekulative Element rausgenommen ist, weil der Geschäftsverlauf immer stabiler ist als der Kursverlauf eines entsprechenden oder einer Volkswirtschaft, wenn man das aggregiert, das Ganze. Ja? Okay. Dann würde ich jetzt noch einmal die Frage von Andreas an Lars geben. Und zwar, Andreas sagt, er sieht Peer-to-Peer als sehr passives Investment und er ist seit einem Jahr sehr diversifiziert auf 5 Plattformen investiert. Wie seht ihr das Instrument in einer echten Krise, wie es vor einigen Jahren in Spanien oder USA bei Immokrediten war, welche massenweise implodiert sind und nicht mehr bedient werden konnten? Ja, die Frage kommt relativ oft. Also genau wissen wir das natürlich nicht. Es gibt aber Daten aus den USA, aus der letzten Krise. Da gab es schon einige Plattformen, auch sehr große Plattformen. Und die Rendite ging dort deutlich runter, besonders die mit den oder von den Investoren, die in hochriskante Kredite investiert haben. Aber unterm Strich hat alles wesentlich besser abgeschnitten als Aktien, teilweise sogar positiv, wenn man jetzt nur sehr konservativ investiert hat. Wie es hier laufen kann in Europa, bleibt abzuwarten. Ich glaube aber halt an die Dinger und deswegen investiere ich auch weiterhin da rein. Sehr gut. Sag mal, darf ich mal Lars noch eine Frage stellen? Erzähl. Ja, also was bei P2P-Plattformen, was für mich immer so ein Knackpunkt ist, ist natürlich ein Stück weit die Rechtssicherheit von ausländischen Plattformen. Ne? Ich meine, die schreiben natürlich auch immer, ja, im Fall der Pleite der Plattform, da ist doch vorgesorgt, aber wenn in Lettland irgendeine Firma eine Aussage trifft und ob das dann tatsächlich der Fall ist, also ob sprich die bestehenden Schuldverhältnisse, also selbst wenn also das Geschäftsmodell vollkommen seriös ist und die dahinterstehenden Darlehen auch tatsächlich alle regulär verbucht, wie hoch schätzt du denn das Risiko ein, dass dann tatsächlich im Fall der Fälle eine Abwechslungs- oder Auffanggesellschaft dann sich darum kümmert, dass ausländische Investoren dann auch tatsächlich vertragstreu bedient werden. Na, hast du einen wunden Punkt getroffen natürlich. Genau weiß es nicht. Also es ist halt noch keine Plattform pleite gegangen und die sind ja auch noch alle relativ neu. Die schreiben alle schön, wie es laufen könnte im Fall der Fälle, aber genau weiß es halt nicht. Also deswegen freue ich mich eigentlich tatsächlich auf den ersten Fall, wenn es mal passiert. Damit man mal schauen kann. Hoffentlich nicht Mintos. Ja, hoffentlich nicht, genau. Aber nee, die werden es nicht sein. Aber klar, welche von den neueren kannst du durchaus mal treffen. Und da bleibt es dann tatsächlich abzuwarten, ob das so funktioniert. Und das ist natürlich auch echt spannend. Ja, also vermutlich denen, die Rückkaufgarantien anbieten und uns selber im Risiko stehen, die trifft es dann wahrscheinlich eher als diejenigen, die tatsächlich nur als reine Vermittler auftreten, oder? Also generell ist es ja so, dass die Kredite im Hintergrund auch weiterlaufen. Also alles, was du investiert hast, das liegt ja nicht mehr auf der Plattform, sondern es ist ja verteilt. Die das ist klar. Aber es gibt ja Plattformen, die ja selber wirklich einfach nur Vermittlungsgeschäft machen. Wie zum Beispiel Estate Guru oder wie nennt man denn noch? Pandora. Oder es gibt dann welche, die ja im Prinzip über einen Ableger einer Finanzfirma sind, die ja selber mit in diese ganzen Kreditverträge involviert sind, ne? Wie zum Beispiel, ich glaube, Via Invest oder andere. Ne? Also, und da ist natürlich das Risiko wesentlich höher, wenn die Plattform selber mit im Feuer steht, weil sie mit ins Geschäftsmodell involviert ist, als wenn es nicht der Fall ist. Könnte durchaus sein, ja. Aber genau wäre. Also müssen wir noch ein bisschen warten. Ja, tatsächlich. Ja. Thomas schreibt dazu, dass Rendite von Risiko kommt. Und je höher die Renditen, desto größer ist das Risiko. Ich glaube, hat er vollkommen recht. Grundsätzlich unterschreiben. Und Petra fragt, bringen 50 Euro im Monat in einem ETF, also sie schreibt EFT, aber ich glaube, sie meint ETF-Sparplan überhaupt etwas? Oder investiert ihr eher in höheren Geldbeträgen? Es bringt immer was. Es bringt immer was, sein Geld zu vermehren. Und gerade bei kleinen Beträgen, also Petra, nicht scheuen. Also technisch ist das möglich, 50 Euro im Monat. Ich glaube, bei der Comdirect kann man mit 25 Euro im Monat einsteigen. Wenn du die übrig hast, dann mach das auf jeden Fall. Und es wird definitiv
etwas überhaupt bringen, weil es wird nämlich dafür sorgen, dass sich dein Geld vermehrt über die nächsten Jahre und je mehr Geld du da reinschießt, umso besser, aber mit 50 Euro schon mal ein super guter Start. Und EFT dachte ich auch am Anfang, dass es so heißt und man sollte das mal googeln, das ist irgendwie so eine Klopftherapie oder so. Das ist total abgespaced. Ich anmerke. Ich habe das auch mal ausprobieren wollen. Das ist eine ganz nette Geschichte. Da habe ich auch eine Arbeiterin, die mit EFT arbeitet. Ah ja, gut. Was macht die denn um Himmels Willen? Das ist doch voll. Ja, 50 Euro im Monat, ja. Nee, genau, Petra, hau rein. Genau, informier dich drüber, welche ETFs und was, wie das Ganze überhaupt funktioniert und so. Das ist auch bei 50 Euro wichtig. Und je höher die Beträge, umso besser. Aber 50 Euro pro Monat sind schon mal Dufte, um einzusteigen. Und wenn du 50 Euro 40 Jahre lang jeden Monat hinlegst, das wird eine ganze Menge Geld. Ja. Also nicht freuen, einfach loslegen. Ja. Das wird wieder zu viel Einkommen, wenn man es dann am Ende in Hochdividendenwerte umschichtet. Und was auch. Ja, aber ich gebe natürlich recht. Also ich glaube, mein erster Sparplan war auch über 40 Mark in den 90ern. Das ging auch. Da gab es natürlich noch keine ETF. Das war natürlich alles hier noch mit Gebühren hoch belastet. Aber ja. Aber um die ersten Spuren zu verdienen, auf jeden Fall. Also es gibt eigentlich keinen zu kleinen Betrag, möchte ich mal behaupten. Nee. Also selbst 5 Euro kann ich, glaube ich, mit auf Bondora anfangen, ne, Lars? Ab 1 Euro sogar. Ab 1 Euro mittlerweile. Ja. Das sind es bei 5%. Ist falsch rum. Also bei mir falsch rum. Esel. War das jetzt falsch rum? Ja, also ja, ich Spiegelverkehrt. 74.126 Euro und 23 Cent. Noch also 40 lohnt sich. Bei 5. Das ist schon mal eine Wucht, ja. Also jetzt ist jetzt nicht wenig Geld, ne? Jetzt ist aber hier auch noch eine sehr spannende Frage von Raik. Und der fragt, wie sind die durchschnittlichen Renditen eurer Anlagen oder Investitionen per anno über mehrere Jahre gesehen? Haut mal raus. Schweigen. Nee, kann ich gerne sagen. Ich glaube, weil ich bei der EFA im Kongress hat ja auch gesagt, also das Hochdividendenportfolio von mir ist Pi mal Daumen, also die Ausschüttungsrendite. Ich rede jetzt nicht vom Kurs, weil, wie gesagt, den verfolge ich gar nicht nach, aber der liegt so bei 8,2%. Mhm. Nach Quellensteuern vor Abgeltungssteuer. Mhm. Aber wie gesagt, das ist der riskante Teil entsprechend. Ne? Und da butter ich natürlich auch nicht alles rein. Klar. Ja. Was sagt der Rest? Immer noch schweigen. Also ich muss sagen, also bei mir ist der Anlagehorizont ja noch gar nicht so lange. Also ich habe noch keine Krise mitgemacht und so. Aber mit meinem Weltportfolio ETFs bin ich so bei irgendwas zwischen 7,5 und ja, so 8,5-9% auch. Mhm. Aber ich gehe auch relativ viel Risiko. Also das ist jetzt so, der risikobehaftete Anteil ist schon deutlich höher als der risikolose. Das kann man sich ja schön selber zurechtlegen, wenn man das hätte. Genau. Mhm. Ja, ich meine, der risikolose Anteil dürfte bei allen ungefähr gleich gut verzinst sein. Ne? Ja, genau. Gleich schlecht, ja. Also ich kann keine genauen Angaben machen. Ich bin so breit diversifiziert von, wie gesagt, hier irgendwie Tagesgeld, Konto bis Kryptowährung. Da habe ich jetzt keinen Durchschnitt ausgerechnet und nee, kann ich nicht sagen. Tut mir leid. Beim nächsten Mal, in 8 Wochen. Okay, ich mache da mal eine Tabelle. Reichende 8 Wochen, die letzten 20 Jahre. Dann schaffe ich nichts anderes mehr. Das heißt, du trackst das gar nicht, Vincent? Also du siehst nur, ja. Doch, so einzelne Sachen schon, aber ich müsste das mal wirklich dann gewichtet und ja, über die Jahre, weil ich habe ja auch nicht mit jeder Anlageklasse gleich, also zum gleichen Zeitpunkt angefangen. Das müsste man mal echt aufdröseln, aber die Zeit hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich scheue mich auch vor der Arbeit, ehrlich gesagt. Ich kann das auch in der Form. Ich kann sagen, was ich in meinem Grundsatzdepot, in meinem Grundsatz-ETF-Depot, da liege ich irgendwie bei um die 9%. Aber jetzt alle Investitionen, alles zusammengenommen mit den verschiedenen Zeiten, nö, das ist mir zu viel Arbeit. Dann muss ich, nein, verpasse ich. Zu
aktiv, ne? Ja, genau. Das ist, genau, und das ist der Vorteil, wenn man eben nur die Geldeingänge zählt und den Rest eben sein lässt. Ne? Das ist letztendlich auch das, woraus ankommt, weil ich ein gewisses Budget haben möchte und das mir eben dann zufließt. Ja, oder eben nicht. Ne? Das ist natürlich immer dann die Frage. Ja, ich weiß es relativ genau, weil ich habe mir nämlich die Arbeit gemacht, das tatsächlich alles einzutragen. Der Ding, was auch gerade schon hier als Tipp gesagt hat, Portfolio Performance, Vincent. Muss ja, einen Tag Zeit nehmen. Ich habe mal angefangen, dort was einzutragen und als ich das nächste Mal reingeguckt habe, war alles weg. Wahrscheinlich ist es nicht weg, ich finde es nur nicht wieder, aber da war ich so frustriert und habe gesagt, nee, dann mache ich mit meiner Excel-Tabelle weiter, aber da habe ich halt nicht alles auf einen Blick. Aber früher oder später muss ich nochmal einen Hilfswilligen finden, der das da irgendwie für mich einträgt, alles. Genau, das geht auf jeden Fall. Ja, meine Rendite liegt über alle Anlageklassen hinweg so bei um die 15%. Da sind allerdings auch Kryptowährungen, Aktien etc. drin, also sind das nicht nur Peer-to-Peer-Kredite. Das würde ich jetzt mal bisher sagen, ist der Sieger. Definitiv. Lars, ja. In welchem Zeitraum hast du das denn? Ja, ich bin ähnlich wie Natascha, noch nicht irgendwie, ich habe noch keinen Crash etc. mitgemacht. Das bezieht sich jetzt auf knapp 5 Jahre, glaube ich. Gut. Dann kann ich das so stehen lassen. Ja. 5 gute Jahre. Moment. Moment. So eine Rendite auf die, weil auf 20 Jahre wäre das stramm. Ja, aber ich glaube, so darf man aber auch nicht rechnen. Also nee. Einfach Trends so extrapolieren, das wird dann auch, glaube ich, auch gefährlich. Ja, deswegen. Das ist im Prinzip ist es vollkommen unsinnig zu wissen, was jemand anderes für eine Rendite macht. Ja. Ja. Weil ich muss mir mein eigenes Portfolio jetzt, egal ob in Dividenden oder in ETFs oder in P2P-Krediten oder alles quer durch die Bank, ich muss es mir ja sowieso selbst aufstellen und auf mich drauf projizieren. Was ich vielleicht sinnvoll fände, ist, dass ich eine Untergrenze im Prinzip habe, also eine Benchmark, die ich erreiche. Ja. Ziel, ich habe es immer mit Zielen, ja, und Ziel keine Richtung. Genau, Ziel ist sehr gut. Ja. Dass ich sage, okay, ich will meine, ich muss, um mein Ziel zu erreichen, möchte ich meine 7% haben. Alles drüber ist eine coole Geschichte. Alles drunter heißt, ich mache was falsch. Und dann kann ich da wenigstens in die richtige Richtung loslaufen. Ja. Aber ansonsten ist es eigentlich wurscht, nach anderen Leuten zu gucken. Ja, vor allem, weil das persönliche Risikoprofil ja auch eine total wichtige Rolle spielt. Ja. Also das kann man nicht vergleichen, wenn Lars da mit seinen Kryptos und P2P unterwegs ist, das ist vielleicht für eine ältere Dame, ist das vielleicht nichts mehr oder so. Kryptos wären zum Beispiel für mich auch nichts, einfach weil ich sie nicht gänzlich verstehe und auch keine Lust habe, mich in das Thema einzuarbeiten. Ne? Also, genau, und deswegen kann man diese Prozentangaben jetzt sowieso nicht so vergleichen, aber ist mal ganz interessant, aber das soll jetzt nicht jeder denken, okay, der Lars macht da 15%, ich gehe mal los und mach das auch. Alles in Kryptowährungen, genau. Genau. Dann wärst du aber momentan gerade schlecht unterwegs. Ich habe aber gehört, irgendwelche Leute haben ihre Häuser verkauft und ihr habt es auch gelesen. Aber das ist doch der klassische Bild-Zeitungsindikator wieder. Wenn jetzt haben wir auch gelesen, dass irgendeine holländische Familie Haus und Hof versetzt hat, um Kryptos zu kaufen. Das erinnert mich dann ganz stark im Jahr 2001, wo die Bild-Zeitung getitelt hat, hier jetzt werden wir alle reich. Und das war dann wirklich tatsächlich die genaue Schlagzeile weiß ich nicht mehr, das war wirklich 2 Wochen, bevor dann die Dotcom-Blase geplatzt ist. Ne? Aber ja, gut. Aber nochmal nette, gut, dass du nochmal gesagt hast mit den Zielen. Richtig, aber siehst du, genau das ist so ein Punkt, der mich motiviert hat, eben mich im Bereich Hochdividendenwerte zu engagieren, weil eben der, dass er gesagt hat, mein Ziel ist eben nicht eine bestimmte Rendite zu erzielen, sondern mein Ziel ist letztendlich eben eine gewisse Einkommenshöhe, ein passives Einkommen zu erzielen. Ne? Und das war eben auch der Grund zu sagen, okay, das kann ich eben schlecht über andere Sachen abbilden, sondern da sind eben Hochdividende, denn wird ja ganz ein vorteilhaftes Instrument, weil die Dividenden eben hoch sind und nicht im homöopathischen Bereich, sodass ich dann ewig lang brauche und über gigantische Summen brauche, um auf ein akzeptables Einkommen zu kommen, sondern eben deutlich niedriger. Ne? Okay. Und ich habe natürlich solche Möglichkeiten jetzt auch, dadurch nicht nur ein Glas, auch noch einmal kurz unterhalten. Jetzt natürlich Möglichkeiten, beides zu kombinieren. Ne? Ich kann natürlich auch, wenn ich sage, okay, die Dividende ist mir zu viel, dass ich die Erträge nehme
und diese eben im P2P-Bereich anlege, weil das eben zwei andere Klassen sind oder Bereiche, die wenig korrelieren. Und wo ich dann aber trotzdem eben eine Ausschüttung habe. Und dann sage ich, okay, beim Börsencrash, also ideal, klar, wenn die Plattform noch existiert, ziehe ich es da wieder ab und investiere es, wenn ich starke Nerven habe. Aber man kann natürlich auch verschiedene Instrumente kombinieren. Klar. Lars hat schon, also vielleicht ist auch eine Idee, noch Bücher zu kombinieren. Lars hat nur gerade mal reingeschrieben, wären seine Bücherrenditen noch mit drin, sind noch nicht mit eingerechnet, dann würde es eher vierstellig werden. Also dann kann der eine oder andere schon mal ein bisschen mehr atmen. Gut, ich fange jetzt nicht wieder an mit dem Kinder, gell? Oder ein reicher Ehepartner, geht natürlich auch. Ist ja auch eine Form. Dafür würde ich sagen, bist du nicht blond genug und hast zu wenig 90, 60, 90, lieber Luis. Für einen reichen Ehepartner. Ja. Für einen reichen Ehepartner. Aber ich bin tatsächlich. Du hast völlig recht, Natascha, es gibt auch reiche Frauen. Es gibt nicht nur reiche alte Sugar Daddies, es gibt auch reiche Frauen. Das finde ich genau richtig. Also Luis, dir steht die Welt offen, aber du bist ja schon verheiratet, ich weiß. Insofern vergiss das wieder. Ja. Und interessanterweise, ich glaube, das habe ich auch gar nicht erzählt, mit einer Bankkauffrau. Ne? Und ich glaube, die Tatsache. Eine reiche Frau. Nee, das hat sie ja, da hat sie ja leider auf die Karriere hat sie ja verzichtet. Und ja. Aber ich glaube, Geheimnis unserer Ehe ist tatsächlich, dass wir nicht über Finanzen zu Hause diskutieren. Wie macht denn deine Frau das mit dem Geld? Ehrlich gesagt, also ich weiß es nicht. Weißt du nicht, ja. Nein. Also wir haben ein gemeinsames Konto für den Haushalt und ansonsten haben wir gesagt, jeder macht seins, weil ich glaube, wenn man damit anfangen, dann es wird einfach zu problematisch, weil das einfach andere Sphären sind. Also, ja. Ich bin das da einfach mal völlig... Ja. Dann habt ihr mindestens zwei Strategien im Haus, das schadet schon mal nicht. Ja, ohne Frage. Ne? Das ist ja klar. Ne? Aber es ist halt, ich glaube, vom Ansatz her oder die Denkweise ist dann, weil der Ansatz ist auch völlig anders. Und aber ich glaube, wir haben vor vielen, vielen Jahren haben wir uns einmal drüber unterhalten und uns zerstritten und dann haben wir gesagt, okay, lass das Thema einfach. Und haben das dann auch nicht mehr angefasst. Ich glaube, da ging es um die Sinnhaftigkeit oder Nicht-Sinnhaftigkeit von Lebensversicherungen. Und also, ja, und seitdem lassen wir das und sind glücklich damit. Es gibt ja auch so viele andere schöne Streitpunkte, wie Kinder erzählen. Das war nicht über Finanzen. Aber das ist ja auch krass, dass du das gar nicht weißt. Ich meine, sie könnte ja auch so einen Sparkassengarantie sparen. Die Sparkassengarantie garantiert nicht, weil sie bei der Volksbank arbeitet. Okay, aber da gibt es das, glaube ich, auch, oder? Da gibt es auch Scheißprodukte. Ja, da gibt es wahrscheinlich auch suboptimale Produkte, ja. Mhm. Jetzt ist tatsächlich unsere Zeit auch quasi rum. Jetzt, Andreas fragt vielleicht noch als letzte Frage, finde ich auch ganz nett. Und lieber Martin, ich sehe, du hast auf Facebook was gepostet. Um quasi hier mit reinzuposten, musst du dich anmelden, weil ich gesagt habe, dass ich eigentlich nicht schaffe, beides parallel im Blick zu halten. Nur nochmal als Tipp. Aber ich denke, du kannst gerne auf Facebook hinter nochmal markieren. Da werden die Experten auch sicher nochmal durchschauen. Andreas sagt jetzt aber nochmal, was ist euer Ziel in einigen Jahren? Ausstieg aus dem Hauptjob Hamsterrad geplant oder wo soll es hingehen? Ja, Hamsterrad ist natürlich auch so ein Begriff, der ja ein bisschen Vorsicht zu genießen ist. Ne? Weil ich finde diese Gleichsetzung von jedem beliebigen Anstellungsverhältnis mit Hamsterrad finde ich halt auch ein bisschen problematisch. Ja? Und im Umkehrschluss, alles, was nicht Angestelltenverhältnis ist, ist kein Hamsterrad. Also wenn ich mal da meinen Freundeskreis gucke, ist das teilweise genau das Gegenteil. Ja? Und aber natürlich ist das Ziel, ich glaube, das ist in der letzten Stunde deutlich genug, zumindest bei mir rausgekommen, eben ein gewisses konstantes Budget zu erreichen. Und ja, wenn es eben nötig ist, davon zu leben, davon leben zu können, aber eben nicht zu müssen. Ja? Aber solange ich auch Spaß an anderen Sachen habe, an der regulären Arbeit oder am Blog oder am Kindergeld, werde ich das sicherlich nicht aufgeben. Okay, von euch anderen, was ist euer Ziel? Also ich gehe auch noch gleich dreimal in der Woche Hamsterradeln, weil das im Moment ist das irgendwie passiver als diese sogenannten passiven Einkommen. Deswegen gehe ich da noch ganz gerne hin, aber im Prinzip
Freue ich mich natürlich auch über die sogenannten passiven Einkommen. Die sind ja auch, werden auch immer mehr und das ist auch ganz schön. Und dann kann ich die Stunden vielleicht noch weiter reduzieren und irgendwann, wenn der Arbeitgeber mich vielleicht freisetzt oder so, dann ist das auch alles gar nicht mehr so schlimm. Also es ist ein gewisses Sicherheitsgefühl, dass das nicht mehr schlimm ist, wenn die sagen, ich brauche nicht mehr mitmachen. Genau, also ich finde auch Hamsterrad ist auch so ein Wort. Also ich komme mir nicht vor wie im Hamsterrad, wahrscheinlich, weil ich eben keinen Chef habe, der mir sagt, was ich tun soll, außer der Markt. Der Markt ist mein Chef. Genau, aber nichtsdestotrotz, ja, arbeiten zu können, wann man will und nicht zu müssen. Und klar, ich glaube, finanzielle Freiheit ist da so der Oberbegriff. Aber trotzdem werde ich, glaube ich, immer noch weiterarbeiten, weil es mir einfach auch Spaß macht. Ich habe das Glück, in einem Job zu sein, der mich nicht total ankotzt. Von daher, ja, wäre das eigentlich so das Ziel. Natürlich, also finanzielle Freiheit zu erreichen, definitiv. Aber dann trotzdem noch sein Leben weiterzuleben, auch mit Arbeit und Produktivität. Ja. Warst du fertig? Ja. Das war gerade so. Ja. Hamsterrad ist auch wieder, macht man sich selber, glaube ich. Also dieses keinen Chef zu haben und deswegen sein eigener Chef zu sein und deswegen arbeiten gehen zu dürfen, das ist für mich gar kein Ziel, das nicht mehr tun zu dürfen. Das wäre mir eigentlich eher eine Strafe. Und von daher dann finanziell frei in dem Sinne, wenn ich jetzt morgen alles fallen lassen würde, und dann würde ich auch über die Runden kommen. Ich finde diesen Begriff dieser finanziellen Freiheit sehr, sehr schwammig. Weil insofern bin ich es schon, Punkt. Dann hätte ich aber kein Ziel mehr, das wäre jetzt irgendwie auch langweilig. Ja? Und von daher dann einfach ein gutes, erfülltes Leben führen. Das hat jetzt mit Geld nur in der Peripherie was dazu zu tun. Und wenn ich umso mehr Geld ich verdienen kann, umso mehr Geld ich, Finanzbildung ich dann mit diesem Geld wiederum in die Welt bringen kann, dann habe ich doch einen guten Job gemacht, dann ist auch recht. Also ja, also das ist eher so mein Ding. Ich bin fertig. Ich glaube, mein Ziel ist es, einfach so breit gestreut zu sein, dass man sich finanziell in keinen Umständen mehr irgendwie Sorgen machen muss. Yes. Und das hat aber für mich auch gar nichts mit dem Hamsterrad zu tun. Also ich müsste jetzt auch nicht mehr angestellt arbeiten gehen, mache es aber dennoch auch wie Vincent, weil es mir auch einfach Spaß macht und weil es seine Vorteile hat. Und ich mache mir auch keine Hoffnung. Also ich werde sowieso bis an mein Lebensende irgendwas machen oder arbeiten, weil ich halt das liebe, was ich mache. Also von daher ist mir das eigentlich total Wumpe. Dann würde ich sagen, das war ein schönes Schlusswort. Ich fand es toll, dass ihr hier so viel erzählt habt. Ich fand es auch toll, dass ihr gefragt habt. Dennis fragt noch, wie sieht es mit Immobilien aus? Dennis, das vertagen wir, weil jetzt sind wir quasi über unsere Zeit. Aber ihr könnt super gerne auch einfach schreiben, mir oder einem der Experten, was für Themen ihr hier in unserem Finanztalk gerne hören wollt. Wir haben schon eine lange Liste gemacht mit Themen, über die wir mit euch sprechen wollen. Aber wir sind natürlich auch total interessiert daran, was ihr hören wollt, also was für euch wichtig ist. Zum Thema Immobilien wird es übrigens auch noch einen Immo-Talk geben. Der erste fängt in 4 Wochen an und der wird dann auch im 8-wöchigen Rhythmus laufen, sodass ihr zumindest alle 4 Wochen hier geniale Experten seht und da quasi das beste Wissen abschöpfen könnt. Insofern sowohl an euch 5 nochmal, super toll, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ganz, ganz herzlichen Dank von meiner Seite. Es hat mich sehr gefreut. An alle Zuschauer, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Das fand ich auch richtig super. Wenn ihr noch Fragen habt, taggt einfach unten drunter auf Facebook oder geht in die Gruppen. Ich werde euch auch auf jeden Fall nochmal eine E-Mail schicken, damit ihr auch wirklich alle Informationen habt, auch nochmal den Link dazu. Das ist der Vorteil von allen, die angemeldet sind. Die kriegen hinterher nochmal Post und kriegen die ganzen Informationen. Also schaut, wir werden regelmäßig auch den nächsten Termin posten und euch darauf hinweisen. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr beim nächsten Mal in 8 Wochen auch wieder mit dabei seid. Und Martha will über Gold und Vanille sprechen. Wunderbar. Schauen wir mal, über was wir alles sprechen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wünsche euch allen einen wunderbaren guten Abend und sag mal für alle in die Runde. Bis in der nächsten Woche. Ciao, tschüss. Ciao, danke. Tschüss. Ciao. Ciao.